So, gucken wir doch mal, ob wir hier rauskommen. Ich hab mich nur bewegt. Wenn hier jemand ist, kommen Sie raus. Du siehst Gespenster. Ist niemand. Immer noch nicht. Ich hab mich wohl geirrt. Ja, hast du. Vermutlich nur überarbeitet. Ja. Moin. Moin, moin, moin. Lauf weiter. Vielleicht komme ich ja hier lang. Guck mal, das ist der Aufzug. Fährt er nicht nach unten? Na toll. Das passt natürlich. Ja, wenn ich ihn ausschalte, sehen wir das ja. Oder? Irgendwie ja nicht. Ja, wo tue ich den denn am besten hin? Hier so. Guck mal, er hält sich fest. Da müsste jetzt auch noch jemand kommen, ja. Guck mal, der liegt da hinten, hält sich am Kopierer fest. Alles ist fein. Okay. Komm schon, Boy. Noch weiter. Moin. So. Wie jetzt? The fuck? Nein, 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 nein. Ah, moin. Was? Komme ich denn aus dieser Lage wieder raus? Gar nicht wahrscheinlich. Oh nein. Da kann ich ja direkt wieder laden, weißt du? Das ist so. Pfäh. Wie schaffe ich es nur da hinten in diesen Gang reinzukommen, ohne dass der mich sieht? Betäubungswaffe habe ich nicht mehr. Das geht nicht. Ach. Gibt es denn keine andere Möglichkeit, von da unten irgendwie hochzukommen? Hä? Ich wollte hier. Ja, ich könnte mit dem Aufzug hoch, aber. Was bringt mir das? Bin ich ja nur wieder hier oben. Vielleicht gibt es da unten irgendwie eine Möglichkeit, rauszukommen. Ich kann ja mal gucken gehen. Schaden tut's nicht. Sind da noch Leute drin, oder was? Hab ich doch alle ausgeschaltet. Hier ist doch keiner mehr. Ach, hier konnte ich natürlich lang, klar.
dass man die nicht wie in Bioshock so hacken kann, ne? Habe ich denn irgendwas, was ich da hinstellen kann? Damit ihr mich da nicht sieht? Das muss ich gerade mal checken. Hier. Machen wir mal Trick 17. Mal gucken, ob dieser Trick aufgeht. Vielleicht komme ich ja, wenn ich hier mich durchhacke, raus. Das wäre zumindest wünschenswert. Nur kann ich es nicht versprechen, ob das klappt. Das ist jetzt hier ein bisschen Fummelarbeit gerade. Ich muss, wenn die sich dreht, dann die Kiste da irgendwie hinstellen, damit die mir den Rücken frei hält. Guten Tag, liebe Kamera. Die dreht sich. Jawohl. Wisst ihr, welches Computerterminal das Ding bedient? Kann ich dann natürlich das ausschalten. Es ist die Gelegenheit. Uiuiui. Ja, das ist knapp. Komm schon. Zugriff gewählt. Nö. So. Inaktiv. Ach, die hat mich. Scheiße. Ja, toll, die brauche ich Stufe 3. Moin. Das Laserterminal. Das funktioniert also auch nicht. Also kann ich den Spielstand, glaube ich, instant wieder laden. Das ist doch kacke. Jetzt mal ehrlich. Warum bin ich wieder so laut? Jetzt besser. Jetzt besser. So. Also. Welche Option habe ich denn jetzt überhaupt noch? Ich hätte noch die Option, ihn halt hier auszuschalten und den anderen auszuschalten. Aber irgendwie haben die mich ja eben bemerkt. Ja, weil hier sind ja Menschen. Da komme ich ja niemals durch. Sieht mich ja jeder. Seht ihr irgendwas? Seht ihr was? Wenn hier jemand ist, kommen Sie raus. Genau, hier ist nichts. Laufen wir weiter. Was ist mit dem anderen Dude? Steht da nicht mehr. Okay, perfekte Gelegenheit. Komm, knock ihn aus. Oh ja. Wir werden hier zum Startfeld Nummer 1 gerade, ne? That ass, boy. Durchsuch die Gegend. Vielleicht hilft das, wenn wir einfach mal kurz abwarten. Weiß es nicht. Ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Vielleicht sind sie nur noch alarmiert. Ich werde jetzt hier einfach mal einen Speicherpunkt setzen. So, neuen Spielstand. Okay. Setze die Suche fort.
Ich suche Kurt. Dass ich das Ding nicht zumachen kann, ne? Das geht einfach nicht. Ach, Kacke. Jetzt war es schon so weit, dass sie nur alarmiert sind, weißt du? Ich wollte nur das Ding schließen. Ich lade nochmal. Ah, ich bin so schlecht in sowas. Ich bin so schlecht in sowas. So Stealth-Shooter ist irgendwie... Ach, nee. Kann ich nicht. Ich finde sie. Moin. Hier unten ist er nicht. Ich kann mal die Waffen wechseln und euch zeigen. Cool, ne? Komm, wir gönnen uns mal ein Bier. Auf die 6? Macht er nicht. Komm, jetzt ein Bier hier zwischendurch. Warum? Beruhigt die Nerven. Leben in der Röhre, ne? Oh, könnte jetzt mal weniger alarmiert sein. Hier in der Toilette ist keiner mehr, oder? Wir sind irgendwo da vorne. Die meisten laufen da irgendwo lang. Ich überlege gerade mal rauszugehen. Die Tür zu schließen. So. So, jetzt sind sie nicht mehr alarmiert. Jetzt überspeichere ich den Spielstand mal. Jetzt haben wir schon mal noch irgendwie auf die Toilette geschafft. Kam ich von hier? Ich weiß es nicht. Aber da läuft keiner. 15 Meter habe ich noch. Warte mal, da steht doch 1856. Ja. Nochmal. 1856. So. Läuft. Hä? Wie habe ich den jetzt gesehen? Ach ja, leck mich fett, ihr Räudigen. Wer hat mich denn da gesehen jetzt? Ich bin doch einfach nur hier rein. Meine Fresse. Ich hab was gehört, da drüben glaube ich. Humanitätsfront. Jetzt einfach raus, fertig. Einfach raus. Ich schloss mich auf so Spielchen nicht mehr ein. Das ist ja frech. So, jetzt sind wir wieder on the street. Jetzt werde ich erstmal nochmal das Ganze hier überspeichern im Polizeirevier. So. Wie sieht es denn mit unserer Mission aus? Die haben wir aktiv. Wir sollen sie in unser Apartment bringen, ne? Gut, dann gehen wir mal in unser Apartment, folgen wir der Mission mal weiterhin. Oh, bitte. Du hältst Purity First doch nicht im Ernst für Freiheits gehen können. Ach ja, wir noch hier durch. Moin.
Nimm mal die Abkürzung hier. Hä? Tschüss. Bin ich denn jetzt gelandet und warum leckt das Spiel so wie Hund? Und warum hört sich mein PC mittlerweile an wie so ein Düsenjet? Fragen über Fragen. Das können wir rein theoretisch jetzt aufhacken. Müssen wir eigentlich jetzt... Sicher Stufe 2, das können wir mal versuchen. So. Zugriff gewährt. Jawohl. Jetzt kommen wir hier rein. Mach mal zu, unser Verdienst. Wo geht's denn hier lang? Was ist denn hier? Moin. Zugang zum Tunnels Apartment verschaffen. Ist es jetzt eine andere Quest? Ich glaube ja, ne? Das war die hier, ne? Dann können wir auch mal auf aktiv setzen und lassen wir die erstmal inaktiv. Cool. Dann können wir einfach mal jetzt die Sidequests machen. Keiner da. Hacken wir mal. So, den schützen wir mal. So, den brauche ich. Den hier. Dann den hier. Zugriff gewährt. Das war einfach. So, hallo. Machen wir zu hier. Alter, was? Achso, da liegt was hinter dem Kühlschrank. Guck mal an. Was haben wir denn hier? Geiselner Cyberpunk befreit, das können wir noch. Anti-Aug-Terrorist auf der Flucht. Keine neuen News gibt's hier. Noch nichts Neues verbracht. Hm? Ja, hier. Computer. Das kann man noch hier aufmachen. Aha. Nehmen wir mal mit. Pistole. So, machen wir mal zu hier. Da liegt noch was. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vergangenheit und Zukunft Detroits. Teil 6. Wohin jetzt? Detroit geht als trostloseste Stadt. Als trostlose Stadt. Die von Rassenunruhen, Armut und den Spannungen ihrer natürlichen bzw. augmentierten Bürger geprägt ist. Es ist richtig, dass sich Detroit nie vollständig vom Verlust der Automobilindustrie und den Folgen der Ölkrise erholt hat. Aber soll das wirklich das Epitaph für diese Metropole sein? Es gibt ein Licht an Ende des Tunnels. Seraph Industries hat nach dem Bau einer Fertigungsanlage nun auch seinen Firmensitz in unsere Stadt verlegt. SI-Gründer David Seraph hofft, dass Detroit einmal mehr zur Vorzeigestadt wird, einer Stadt, deren Wiederaufbau ganz Amerika ein Vorbild sein kann. Deshalb kämpfen wir in unseren umkämpften Betonwüste jeden Tag aufs Neue dafür, dieses rühmliches Ziel zu erreichen. Ein sehr rühmliches Ziel, Detroit wieder zu dem zu machen, was es einst war. Eine glorreiche Stadt. So. Neuer Zugangscode hinzugefügt. Hinweis an alle Mitarbeiter. Es wurde ein neues Sicherheitstor installiert und aktiviert. Der Code lautet 3002. Geben Sie diesen Code nicht an Dritte weiter. Sicherheit geht uns alle an. Danke für Verständnis, Taskmanagement. Ui, was haben wir da? Tendel reden. Perfektionist, 300 Erfahrungspunkte. EP-Leiste, geh mal hier weg. Dieses Gespräch wird automatisch archiviert. Raver. Ryan, bist du da? Tandy Boy, yo. Raver. Beziehungsweise Reaver. Randy. Geht's noch nicht so gut. Ich nehme, was du hast. Können wir uns treffen? What the fuck? Junkie. Der ist ja einfach eingebrochen, oder was? Du Sacknase.
Hm, die schieben halt nicht. Ganz einfach. Die Leute hier rein und raus spazieren, wie es ihnen Spaß macht. Frech. Kommt hier einfach rein, weißt du? Ich mach noch die Tür zu. Und der kommt hier rein. Moin. Schieß mir erstmal in den Rücken. Das ist nicht so die feine englische Art, aber okay. Ich meine, wir sind ja keine Engländer. Er hat angefangen. Guckt nicht so. So, aber ich habe immer noch ein Ziel parat. Ich meine, einen Teil der Mission haben wir jetzt gemacht, aber ich würde noch mal gerne die Hauptmission aktivieren. Und dann folgen wir mal dem gelben Marker. Und so. Ein bisschen Kniegas geben hier. Da so hin. Da ist die Limp-Klinik. Mr. Sarris sagte, Sie würden vorbeikommen. Ich habe gerade Ihre Testergebnisse gelesen. Sind letzte Woche reingekommen. Soll ich mich schon mal freimachen? Erstaunlicherweise nicht. Ich finde in keinem Ihrer Berichte einen Hinweis auf Gliagewebe. Es ist 6 Monate her, Doc. Müsste ich nicht längst Neuropozin brauchen? Eigentlich schon. Aber die Tests konnten keine Implantatreaktion nachweisen. Im Gegenteil, Ihr Gewebe scheint die Elektroden immer besser anzunehmen. Ich kann also gehen? Tja, also, Mr. Seraph hat mich gebeten, noch ein weiteres Thema anzusprechen. Sie wissen, dass wir während Ihrer ersten OP verschiedene Sicherheitsmaßnahmen ergreifen mussten. Es wurden nicht alle Implantate aktiviert, ich weiß. Wir mussten die hämatombedingten Schäden berücksichtigen. Ihr Gehirn brauchte einfach Zeit, um sich zu erholen. Es musste sich an die Neuroprozessoren gewöhnen, um sie auf natürlichem Wege zu aktivieren. Kommen Sie zum Punkt, Doc. Was will Seraph? Er denkt, Sie sind jetzt bereit, den Aktivierungsprozess mit einer speziellen Software, sogenannten Praxis-Kits, zu beschleunigen. Sie meinen, ich muss nicht mehr warten, bis meine Augmentierungen automatisch anspringen? Sie können auch warten, wenn Sie wollen. Allerdings hat Mr. Seraph in Ihrem Namen eine großzügige Spende für Limp hinterlegt, die gewährleistet, dass Sie, und nur Sie, jederzeit Zugriff auf die für Ihre Neurooptimierungen abgestimmte Praxissoftware haben. Bitte? Sehen Sie selbst. Ui, 5000 Credits sind so gefüllt mit Dr. Maverick reden. Erledigt. Kaufen. So, jetzt haben wir hier Zugriff auf jede Menge Stuff, den wir kaufen können. So, was haben wir denn hier Cooles? Da, ein Praxiskit. Wenn wir 5000 bekommen, dann kaufen wir eins. So, eine Praxis ist hinzugefügt. Das heißt also, wir können uns auch Erfahrungs- beziehungsweise Upgrade-Punkte kaufen. Das geht auch für Geld. 5000 dieser tollen Credits. Hm. Typhoon-Munition. Ist 5 Stück. Aber brauchen wir noch nicht. So, 5000 haben wir noch. Ich könnte mir rein natürlich noch einen kaufen, aber also lass mal. Gut, Mr. Jensen. Benutzen Sie sie bei guter Gesundheit. Aber klar. So, da wir schon gerade dabei sind, gucken wir doch mal. So, eins Praxis habe ich jetzt gekauft. Das heißt, ich könnte mir rein theoretisch wieder einen Punkt investieren. Und zwar in den Sozialoptimierer. Das geht noch nicht, weil dafür brauche ich 2. Kacke. Ich kaufe hier nochmal einen am Terminal. Beziehungsweise hier. Wollen Sie jetzt doch etwas kaufen? Ja, ja. Ich kaufe mir nochmal einen Praxispunkt. Ich meine, wozu habe ich den ganzen Cash? So. Also gut, Mr. Ja, ja. Mr. Jensen, benutzen Sie sie bei guter Gesundheit. Ja, ja. Okay. So, jetzt. Sind Sie sicher, dass Sie diese Augmentierung aktivieren wollen, Sozialoptimierer? Klar. So, und jetzt haben wir hier noch. Optionen, Intelligenzoptimierer, verwenden Analyse und gezielte Beeinflussung von Personen. Aktivierung, situationsabhängig. Mehr Infos für genauere Beschreibung. Energieverbrauch 0.
Der Emotionen Intelligenzoptimierer kombiniert verschiedene Systeme wie den optischen Polygraphen, Persönlichkeitsanalysegerät und synthetischen Pheromonpropagator. Dieser optische Polygraph erkennt, ob die Zielperson für ihre Argumenten und Absichten überzeugt wurde, indem sie unwillkürliche Körperreaktionen wie Errötung, Pupillenerweiterung oder Beschleunigung des Herzschlags auswertet. Ja, also alles, was Menschen halt ausschütten, wenn sie halt in dem Gespräch sind, ob sie jetzt nervös sind oder angeregt oder sowas, ne? Das ist alles eine richtig krasse Augmentierung eigentlich so. Die Persönlichkeitsanalysegerät bietet Ihnen hilfreiche Einblicke in die Persönlichkeit Ihres Gegenübers. Der synthetische Pheromonpropagator setzt biotechnologisch hergestellte Pheromone frei, die das Verhalten der von Person beeinflussen. Ja, wir schütten dann quasi Pheromone aus. Beobachten Sie, wie oft jeder Persönlichkeitstyp Alpha, Omega, Beta in der Anzeige aufleuchtet. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, benutzen Sie die Pheromone, um Ihr Gegenüber am wahrscheinlichsten beeinflussen. Das ist richtig cool, eigentlich. Sie müssen die Augmentierungschirurgie als Investition betrachten. Ja, durchaus. Der Augmentierung gehört die Zukunft, Mann. Wie soll man sich in der heutigen Welt denn ohne Augmente behaupten? Wow. Moin. Schließ dich einfach. Stimmt es, dass Sie das Herz anhalten und eine Maschine das Atmen übernimmt? Mehr oder weniger. Es klingt beunruhigend, ich weiß, aber wir machen das mehrmals am Tag. Das Verfahren ist absolut sicher. Werde ich Schmerzen haben oder sowas? Wir machen es über Ihren intravenösen... So, lass noch mal gerade schauen. Was sagt die Mission denn? So. Wir bitten Sie, rückwärts zu zählen. Gut, wir sind jetzt hier quasi in der Limb-Klinik, haben quasi rausgefunden, beziehungsweise gesehen, wie wir Upgrades kaufen können zusätzlich, beziehungsweise diese Chips. So. Adam, sind Sie fertig in der Klinik? Vorerst. Gut. Ich will jetzt, dass dieser Knoten analysiert wird. Gehen Sie in Ihr Apartment und rufen Sie Frank an. So, dann machen wir uns mal auf den Weg in unser Apartment. Das mache ich jetzt in der Folge hier noch. So, ein bisschen Kniegas hier. Gehen wir mal durch die Hinterkasse hier. Sind wir vorhin auch schon lang. So, da pingelt jemand. Nett. So ist. Gleich da. Sind die Krawalle allein? Bevor Sie fragen, nein. Ihr Spiegel wurde noch nicht ersetzt, Mr. Jensen. Also wenn du mich fragst, sind die Krawalle... Sie arbeiten doch für Seraph Industries, oder? Schrecklich, diese ganzen Anschläge auf ihre Büros. Also wenn du mich fragst, sind die Krawalle allein... Also wenn du mich fragst, also wenn du mich fragst, also wenn du mich fragst... So eine Arroganz. Wieso einfach wieder ihr... Wo sind Sie, Jensen? Ich habe nicht die ganze Nacht Zeit. Hallo, Pritchard. Ich bin jetzt fast in meinem Apartment. Sobald Sie drin sind, schließen Sie den Neuralknoten an Ihren Computer an. Ich habe eine sichere Verbindung eingerichtet und übernehme dann von hier. Sie können auf meinen privaten Computer zugreifen? Wer denken Sie, hat Ihre Sicherheitsprotokolle eingerichtet? Sie haben Zugriff auf meinen Computer? Na nü. So, dann tun wir das jetzt mal. Und setzen den Neuralknoten ein. Richard, der Knoten ist eingelegt. Ich weiß, und jetzt seien Sie still, ich muss mich konzentrieren. Sein Name, Richard, nicht seine gesamte genetische Vergangenheit. Das ist nicht seine DNA. Das sind die Daten, die er uns stehlen wollte, bevor er... Mein Gott, Jensen. Ihr Selbstmordhacker hat sich gar nicht umgebracht. Aber sein Gehirn war über den ganzen Boden verteilt. Nein, nein, Sie begreifen nicht. Die Flüssigantriebmodifikation in diesem Chip, sie ermöglicht es, durch ihren Besitzer zu hacken. Sie macht aus ihm buchstäblich einen menschlichen Proxy.
Er hat also nicht allein gearbeitet. Jemand saß woanders und war der eigentliche Hacker. Richtig. Und wer immer das war, er hat versucht, seine Position durch die Verwendung mehrerer Satelliten zu verschleiern. Aber ich habe ihn vermutlich trotzdem aufgespürt. Auf einem verlassenen Fabrikgelände in Highland Park. Die Adresse. Mit Glück ist der Kerl, der bei unserem Terroristen die Fäden gezogen hat, immer noch da. So, da haben wir noch eine E-Mail. Spiegel. Mr. Jansen. Angesichts Ihrer letzten Erinnerung, den Spiegel in Ihrem Badezimmer zu ersetzen, möchte ich Sie noch einmal darauf hinweisen, dass der Spiegel nicht lieferbar ist. Es geht also nicht schneller, egal wie oft Sie sich beschweren. Und wo wir gerade beim Thema sind, uns ist noch immer nicht klar, wie genau Ihr Spiegel beschädigt wurde. Können Sie uns eventuell weiterhelfen? Danke, Sherry Ter Horst. Dein Hund. Adam, es tut mir schrecklich leid. Nach Megans Tod wusste niemand, wohin mit Kubrick. Also habe ich ihn aufgenommen. Aber ich konnte ihn nicht behalten und niemand wusste, ob du je wieder... Ich wusste mir einfach nicht zu helfen. Tut mir wirklich leid. Er war ein süßer Hund. Diane. Updates. Neuzugangscode hinzugefügt. Willkommen daheim. Hallo Adam. Ich wollte Sie im Namen von Self Industries nur kurz in Ihrem neuen Apartment willkommen heißen. Wenn Sie etwas brauchen heute, was nicht in Ihren Vorstellungen spricht, lassen Sie mich es wissen. Ich setze mich dann umgehend mit der Hausverwaltung in Verbindung. Wir haben ein kleines Geschenk in der Mauer integrieren lassen. Der Code ist 5375. Und falls Sie Ihren Schlüssel verlieren, habe ich einen Ersatzschlüssel. Mr. Self hat auch einen, aber bitte rufen Sie mich erst an. Die Miete für das nächste Jahr wurde bereits im Voraus bezahlt. Sollte Ihr Vermieter also Sie herantreten, verweisen Sie ihn vertrauensvoll an mich. Oh Mann, ich wünschte, es wäre so einfach. Viele glückliche Stunden in dem neuen Zuhause. Wie heißt sie? Ethan Margolis. Seraf Industries. Ui. Ja, aber ich muss ja sagen, schickes Apartment mit Ausblick auf Detroit. Gut, aber mit diesem Ausblick sage ich auch schon mal danke sehr fürs Zusehen bei Deus Ex Human Revolution. Ich würde dann sagen, dann starten wir hier in Adams Apartment, machen dann auch direkt weiter und gucken mal, was Pritchard für Informationen für uns hat. Beziehungsweise wer unser nächstes Ziel ist. Alles klar, macht es gut, bis zum nächsten Mal bei Deus Ex Human Revolution.